Freunde, wir sind heute in Muskelkater Gießen. Heute mit dabei ist Helmut Maschine. So heißt er auf Instagram. Wir werden heute einen kleinen Trainingsblock drehen. Der Helmut ist schon lange im Kampfsport dabei. Der Helmut kennt mich schon, seit ich 13 Jahre alt bin. Der hat mich schon damals, er trainiert hier schon sehr lange. Und da hat er mich schon damals als Teenager, sag ich mal, gesehen, wie ich trainiert habe. Ich habe ihn damals schon als Teenager schon irgendwie schon gesehen, dass er Proportionen hat und dass er mal ganz großer wird. Danke dir. Wir sehen uns gleich an der Pratze. Der Helmut wird mir jetzt sehr stabil die Pratzen halten. Danke Helmut, dass du heute da bist für das Video. Das wird ein nices Training heute. Ich halte ihn mal fest. Wie lange bist du schon so im Kampfsport-Business so? Oder wie, seit wann interessierst du dich schon dafür? Ich war beim siebten Lebensjahr. Siebte Lebensjahr? Ja, ich habe im siebten Lebensjahr angefangen mit Judo. Mhm. Und dann später ein bisschen gerungen. Gerungen, Ring ist geil. Ring, ja. Dann vom Ring bin ich dann in Kickboxen. Und das Kickboxen hat mir nicht so gefallen, weil du so offen bist immer. Und dann bin ich ins Boxen. Und früher habe ich beim CSC in den 80er Jahren habe ich beim CSC trainiert. CSC Frankfurt. Frankfurt, ja, das gibt es aber heute nicht mehr. Bist du in Frankfurt auch, sag ich mal, groß geworden oder so aufgewachsen? Ja, ich bin in Frankfurt groß geworden. Bist du in Frankfurt aufgewachsen? Christian Eckerlin bist du auch in Kontakt, oder? Ja, ja. Ah, okay. Woher kennst du Eckerlin? Ach, den kenne ich, der war 14. Oh, schon so lange? Der war früher mal ein Dickerchen. Echt? 2014? Ja. Nee, der war 14 Jahre alt. Ach so, da war er 14, okay. Ja, und den Kuka kenne ich ja auch. Da war der auch 13 oder 14. Kuka? Kuka. Max Koga. Ah, Max Koga. Max Koga, ja. Und die halt alle doch von der Gruppierung auch viele. Alles top Jungs. Eine letzte Frage, was hältst du vom Profiboxen in Deutschland und was sollte man besser machen? Welche Erfahrungen hast du gemacht, die dich... Ich würde sagen, in der heutigen Zeit, was Profiboxen anbelangt, gibt es zu viele gekaufte Kämpfe. Es müssen mehr offene Kämpfe laufen, aber das ist ja auch immer eine finanzielle Sache, weil der Boxer ist ja meistens gezwungen, noch arbeiten zu gehen. Richtig. Weil sonst kann das Leben ja nicht finanzieren. Durch Sponsoren ist es auch sehr schwer im Moment. Weil Sponsoren zu finden ist dünn. Also wenn du nur einen Sponsor hast, wo du 400-500 Euro im Monat, davon kannst du vielleicht deine Kleidung oder sonst irgendwie ein bisschen was finanzieren. Oder deine Fahrkosten. Da machen die Amis und die Engländer das ein bisschen besser, das Profiboxen. Wirst du halt auch nicht groß gefördert, aber das ist halt. Das wird jetzt auch ein harter Weg werden, weil du brauchst ja Psycho, du brauchst ja Masseur, du brauchst ja Leute, die dich aufbauen, mental stark machen. Und so, das ist ja alles beim normalen Team nicht. Da hast du deinen Trainer, da gehst du da davon aus, was dein Trainer sagt und was du umsetzt. Ja, Profiboxen in Deutschland ist ein bisschen schwer. Schwer runtergefahren im Moment, ja. Aber man muss immer das Beste aus einem machen. Helmut, hast du da einen Lieblingsboxer in Deutschland momentan oder siehst du da bei jemandem in Zukunft, dass der auf internationaler Bühne was reißen kann vielleicht? Ist auch einer meiner Lieblingsboxer. Oh, danke dir.
Dankeschön, Helmut. Wo ich momentan halt auch ein Auge drauf habe. Aber er hat meinen vierten Profikampf in Rüsselsheim bei live gesehen. Aber, ja, ja, ich habe ihn ja schon live boxen gesehen und hat sehr, sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen noch? Der macht seinen Weg. Dankeschön, Helmut. Dankeschön. Würdest du noch erzählen, was du so beruflich machst? Ja, ich mache beruflich halt, ich bin wohl schon in Rente. Auf dem Beruf bin ich Schriftsetzer. Wie heißt das? Schriftsetzer, ich habe früher bei der Zeitung gearbeitet. Ah, okay. Und dann halt immer halt der Sport war halt immer an erster Stelle. Und das behalte ich ja heute noch mit meinen 67 Jahren noch bei. Mhm. Ich versuche noch, solange ich gesund bin, noch fit zu bleiben. Er ist ein Vorbild für alle Leute über 40 und 50 Jahre alt. Der Mann ist 68 Jahre alt, stark, wirklich. Wir beenden den heutigen Vlog. Vielen Dank an Helmut, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir ein bisschen zu trainieren. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Helmut, mein Titelkampf wird im Dezember stattfinden. Wahrscheinlich in Wiesbaden-Mainz. Ich würde mich freuen, wenn du auch dazu kommst. Ja, ja, ich würde da sein. Und bitte abonniert den Kanal, liked die Videos, lasst einen Kommentar darunter, wenn ihr Bock habt. Wir machen noch ein Video mit Helmut, wenn ihr ein bisschen mehr von ihm erfahren wollt oder wie er trainiert oder sonst so, oder und so weiter. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt fleißig. Danke.